Herzlich willkommen zurück zu Pingos. Zweite Folge. Aufruf dies und tritt den Rest. Die musst du nicht so gemacht, weil ich die gerade eben schon aufgenommen habe und erst nachdem ich bemerkt habe, dass die Aufnahme überhaupt nicht läuft. Ja. Macht man, wenn kein anderer Weg existiert, muss ihr einen Weg durch den Bund bringen. Ein Pion kann dies tun, indem er sich selbst bringt. Die würden töten, aber es gelingt, dies nur bringt, Angst offen und Rest zu retten. Reifen müssen, haben wir und müssen es hinretten. Ist aber kein Problem, ich habe sie ja nach einer Minute bemerkt. Mit der Aufnahme. Wie die allein bist, dass wir diese Bomber machen können, als bringen sie in die Luft. Ja. Und der Punkt geht auch in die Luft. An Lord Bar, Junge. Und den müssen wir hier losbringen. Ich muss bei der ersten Aufnahme auch einen Großass überlegen. Ist alles ganz einfach. Der am besten hier. Weil wenn man zu spät losbringt, dann fällt er, dann rennt der Ball und fallen dort runter. So kommen sie an die Kante und der in, auch in Luft. Und das war's dann. Hier einfach nur warten. Und fertig. Wir haben 24 gerettet. Blockiere und springe. Es ist wie einmal Zeit, die Dinge, die du in deinen vorherigen Leveln gelernt hast, zu kombinieren. Spring deinen Weg und pass auf, dass die restlichen Pingos unter Kontrolle hältst. Die Blockieraktion hilft auch. Wir haben 35 und mussten 15 retten. Kurze Übersicht. Hier sind die Springdinger. Ah, die Blockier sind neu. Das zeige ich gleich. Die würden nämlich sich sehr weiter rennen. Und damit nicht runterfallen, machen wir hier einen Blockierer hin. Hier ist wie eine Wand und laufen einfach zurück. Sonst würden die alle runterfallen. Gehen wir in Luft jagen. Hier am besten auch noch Blockierer hin. Der rennt jetzt zurück. So. Und jetzt geht's mit hier in die Luft. Man könnte es, glaube ich, Series auch da durchbringen. Kannst du das mal versuchen. Wir haben es, glaube ich, je geschafft. Ja. Dann versuche ich mal da durchzubringen, so sagt Verfahren. Also, ich kann den Level auch lösen, wenn man es denn will. Und hier auf jeden Fall. Und wir haben so nur die Anzahl gerettet. Blockieren eigentlich verloren, die kann meistens da nicht da wegholen. Die muss man losbrennen. Also so Bomber machen. Und damit hätten wir es. Wir haben Wanfans gerettet. Ja. Wanfans gerettet und 13 gestorben. Fester Boden kann den Weg blockieren. Wie du im frühen Level gelernt hast, kann ein Pingu-Dorf fast alles graben, aber es gibt Material, aus dem nicht durchkommt. Egal. Diese Bereiche sind auf der Karte des Levels dunkelgrau markiert. Konnte nicht zerstört werden, also finde einen Weg, dies umgehen. Okay. Hier sieht man so einen Stahl. Und der ist blockiert. Wir haben noch 5 blockiert, also müssen wir haushalten. Wir müssen uns hier unten graben, weil wie wir eben gelesen haben, kommt er nicht durchs Tal.
ich muss gucken, dass auch eine, ob ich sie richtig sehe. Ja, das sieht richtig gut, gut. Du musst das Rest als noch selber machen, sonst jetzt dann tun wir da hinten lang oder würden runterfallen. Und wir haben, wie gesagt, nur noch 4 Blockierer. Die dürfen wir nicht verwenden. Einmal runtergraben, bitte. Nein, ich glaube, in die falsche Richtung, aber der geht in die richtige. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss den in die Lust bringen. Kacke. Das war gerade im Dummer, den Fall erwischt habe. Den Fall ist gewesen, aber kann man jetzt auch nichts machen. Man hat sehr viel auf einem Fleck. Aber sonst sieht das hier ganz gut aus. Dann sind wir auch hier fertig. Ja, weil macht einmal bitte alle ab. So, wunderschön. 17 gerettet und 3 gestorben. Lerne Brücken zu bauen. Wenn kein Springer da ist und ein großes Loch passiert werden muss, kann ein Brücke sehr nützlich sein. Es dauert eine Zeit, sie zu bauen, aber anders als die Springerfähigkeit erlaubt sie auch den nachfolgenden Pingus auf die andere Seite zu kommen. 15 haben wir und müssen 5 retten. Wir haben hier einen Brückenbau neu. Wir haben 5 als Brückenbau, aber insgesamt nur 15 Pingos, auch nett. Wer baut sich eine Brücke hoch? Ja, den kommt man nicht retten. Der ist eben so fern, wie wir Brücke gebaut haben. Und das war ein bisschen spät. Wir hätten aber alles von Bunker hochbauen können. Das ist ein bisschen nützlich gewesen. Hätte er wird überlebt. Aber na gut, kann man es auch nicht machen. Hier fallen wir runter. Da müssen wir dann hier eine Brücke bauen. Hier haben wir, glaube ich, kein Problem. Hier unten müssen wir dann Blockiere setzen. Am besten so viel Platz wie möglich. Weil Pokémon dauert halt eine Weile. Ist gut, wenn die anderen noch am Weg sind. Und einfach so runterfallen. Okay, da ist runtergefallen, aber lebt noch auch gut. Und dann hätten wir es ja auch. Die springt währenddessen gerade in die Luft. Also noch ein Ping auf der Map ist, bevor das Spiel beendet. Der kann auch mal lockbar machen und fertig. Ich habe und rette aber trotzdem noch gute Arbeit. Kletter, kletter, kletter und bau eine Brücke. Hier ist der Zugriff auf eine neue Fähigkeit. Die Kletterfähigkeit ermöglicht einem Pingu senkrecht Wände hochzuklettern. Und da ist ein Ort, dazu kommen die sonst unreißbar werden. Wir haben 10 und müssen 5 retten, also die Hälfte. Kann man die so ein MSG hochklettern lassen. Wo fliegt eine Brücke? Nein, so nicht. Ich möchte, weil mir auch alle retten kann, muss auch alle retten. Also sind wir so auskommen, alle retten. Ja, komm, kletter. Wir bleiben so lange unten.
In der Küche kannst du erstmal also die Hose gehen. Ist es unweit genug? Da muss ich hinkommen. Den habe ich gerade verpasst. Habe ich leider nicht drauf geachtet. Aber jetzt sollten wir die eigentlich haben. Wir haben sie gerettet. Also alle. Schlechter, schlechter. Bumm. Wie du wohl bereits im vorigen Level bemerkt hast, musst du oft noch mehrere Fähigkeiten kombinieren, um das Ziel zu erreichen. Die Locke bei Fähigkeit fehlt, muss der Bumm anspringen. Aber wie erreicht er den Platz zu sprengen? No problem. Das ist auch noch ziemlich einfach. Ihr werdet alle Kletterer. Die werden auch Kletterer. Das war's eigentlich. Wir sind gut wert für den Rest des Levels zu machen. Kletter, Kletter. Jetzt hast du umgedreht. Hier die Kletter bitte auch hoch. Die will möglichst auch hochklettern. Ist aber ein bisschen nervig so. Alle bitte mal klettern. Man kann auch am Klettern klicken. Du machst die ganze alte Klettverwand. Na ja. Damit hätten wir auch dieses Level geschafft. Mehr kommen ins Retten. Drei Lösungen, du hast die Wahl. Nachdem du deine Fähigkeiten bereits kennst, ist halt erstmal Übung. Jeder Level bietet mindestens drei verschiedene Lösungswege. Du kannst entscheiden, was du willst. Ja, an denen alle immer erinnere ich mich. Hier kann man nicht durchgehen, übrigens, weil da irgendwie was kommt. Kannst du mal krass zeigen. Bin ich ein bisschen komisch an der Hut. Zeig nur mal grad, was da kommt. Ernsthaft jetzt. Dann passiert nämlich das hier und die kommen da einfach nur durch. Guck mal grad, ich sag's mal. Okay, muss mal kurz überlegen. Wie ging das nochmal? Also das muss auf jeden Fall weggebombt werden. Da können wir uns mal einig sein. Bumm. Wie viele Puppenbau haben wir? 10, dann können wir einfach die Leistungsmöglichkeiten machen. Ich bin ja beim ersten Spiel einfach wieder unten reingegangen. Ist aber einfach etwas komplizierter. Na gut, ich hoffe, wir machen so wie ich beim ersten Mal spielen kann. Weil ich sehr mir weg, bevor ich eine Puppe bauen kann. Ich spiele das Leben einfach mal zweimal. Alles spontan ziehen.
Mir ist einfach, wie man die Einigkeit auch lösen kann. Die dritte ist keine Ahnung. Ihr macht gefunden, nimmt sie das Weber. Der blockiert gerade mal 5 Weber, weshalb man auf die beiden Eier ziemlich lustig nur runterbringen kann. Ein bisschen fehlig. Es ist das ein bisschen fehlig hier. Können wir mal bitte sterben? Ich muss erst vorsetzen. Der Polen nimmt uns ins Fall. Die ist so grad. Aber sie ist halt die Folge noch mehr. Ja, ich hätte eine Luft lernen können, aber nö. Ich versuche so viel wie möglich reinzubekommen. Der nächste Fehler geht ins Ziel. Ich brauche ihn aber als Brückenbauer. Ja, das kann auch eine Weile dauern. Über eine ganze Weile. Luft jagen. Ich muss also vorm Ziel blockieren. Ja, so sind beide gut. So ist perfekt. Dann wissen wir erst mal, was vorhaben. Wir wollen ein bisschen eine Brücke hoch. Dann können die Pingus nämlich auf die Brücke fallen. Und das überleben sie gerade noch so. Der muss doch mal eine Brücke bauen. Und sie gerade da hinten muss blockieren. Sonst rennen die alle runter. So, perfekto haben wir es. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bergmann. Haben wir einen Bergmann? Nur Spinner. Überleben die das? Ja, die überleben's. Hurra, damit hätten wir es geschafft. Wir haben uns die wegbomben. Und damit hätten wir es. Bevor es ein paar beendet, zeige ich es aber lieber noch die anderen beiden, die mir krass so eingefallen. Die mir krass so eingefallen, wie andere beide gehen. Was mir spontan so alles einfällt, unglaublich. Wir müssen den Brückenbau hoch, halt, warte. Kumpel, warte. Ja, blockiert einfach mal. Und der muss weiter in der Brücke bauen. Brückenbauen, ja, da baut die Brücke dann. Fällt jetzt da runter, oder? Ja.
Aber das war so mein Gedanke mit dem Schockieren, den auf der Büchse bauen. Aber da ein bisschen überzogen haben, mach es erstmal hier nicht weiter. Sonst halt mal gerade die andere Möglichkeit, wie ich mir die vorstelle. Ich hab sie nicht gesagt, wie es geht. Darf mich einfach nur weitermachen. Da weiter eine Brücke bauen. Ging es mir nicht mal so. Ja, ich muss gerade die kurz anzuschneiden. Ja, da muss man natürlich rechtzeitig machen. Das ein drittes fehlen. Du musst ja, das habe ich damit auch gezeigt. Du musst ja so einfach nur weitermachen, denke ich mir erstmal so. Aber da wir wie gesagt einen Überzug haben, beende ich ja mit offiziell den Part. Erstmal rausgehen. Und damit tschüss und bis zum